uns noch immer nicht. Los! Ich fand diese Notiz beim Anführer der Piraten. Sie schulden dieser Adlerlegende eine Menge Drachmen. Er sollte das Dorf sabotieren. Gib sie mir. Glaubst du, du kannst mir etwas befehlen? Die Dorfbewohner wurden deiner Taten wegen abgeschlachtet. Ich bin fertig mit diesem Drecksloch von einem Dorf und mit dir. Ihr seid alle verflucht. Du wagst es so, von den Toten zu sprechen? Ich bring dich hier und jetzt um! Du war bei jedem anderen in Alpenas. Woher nimmst du mich?
echte Adlerlegende. Ich hörte, dass du in Alponos bist. Nicht, dass das dem Dorf viel geholfen hätte. Du hast meinen Namen benutzt, um das Dorf zu sabotieren. Hast du auch nur den Hauch einer Ahnung, was du damit angerichtet hast? Wie prächtig das doch alles lief. Als mich die Piraten anheuerten, um das Dorf zu schwächen, dachte ich nicht, dass es so einfach werden würde. Deinetwegen sind Menschen gestorben. Ich habe niemanden getötet. Du schon. Wir ergänzen uns großartig. Ich stehle Werkzeug oder jage die Schmiede eines alten Mannes hoch, schicke einen jungen Trottel in banditenverseuchte Berge, verliere das Schlachthaus eines Feldherrn und sehe dabei zu, wie du Chaos stiftest. Dass sowohl Megaclass als auch die Piraten dich bezahlt haben, ist nur ein netter Nebeneffekt. Jeder zahlt dafür, die Lügen zu hören, an die er glauben will. Zeit für Gerechtigkeit. Möge Dikes Zorn auf uns beide herabregnen. Ich verfüttere deinen Schwarm an Ikaros, blöder Vogel. Zum Ablegen. Wir sind bereit, wenn du es bist. Schneller! Das Segel unter! Rudertempo! Bereit zum Feuer! Segel unter! Ruder rein!
Segel hoch! Der Kapitän verlässt das Steuer! Die das geben, die das geben, vorne, ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Sag mal, ob du mit der Waffe umgehen kannst. Poseidon wacht über sein Meer. Während er abgelenkt ist, sollte ich mir sein Tempel ansehen. Du bist weit gereist. Hüte, mein Name ist Alexios. Namen ändern sich, aber diese Aufgabe nicht. Du hältst das große Siegel ungebrochen und den Stab des Hermes Trismegistus sicher. Ich bestimme darüber, welche Aufgaben ich erfülle. Sag mir, wer du bist. Man heißt mich vieles, doch du kannst mich Alithia nennen. Dank des Stabs in deinen Händen sind wir nun verbunden. Verbunden? Wie? Ich kann mich dir nun in einer Form zeigen, die du erkennst. Du musst mich zur Erbin der Erinnerungen bringen. Selbst jetzt schaut sie uns zu. Wenn ich zu dir spreche, spreche ich durch dich zu ihr. Ich soll diesen Stab also verwahren, bis ihn mir diese Erbin abnimmt. Was geschieht dann mit mir? Das, was mit uns allen geschieht. Danach wird sie das große Siegel von Atlantis öffnen. Es sehnt sich danach. Deine Aufgabe ist es, bis dahin sein Hüter zu sein. Gelobe es.
Der Stab gehört mir. Den bekommt weder diese Erbin noch sonst irgendwer in die Finger. Du kannst dem nicht entgehen, Hüter. Das, ist das ein Trugbild? Verschreibe dich dem Willen des Stabs. Gut. Ich gelobe, den Stab zu verwahren, bis die Erbin der Erinnerung, wer immer sie ist, ihn an sich nehmen möchte. Schön. Was hat eure Diagnose ergeben? Elena hat die Ergebnisse. Die Analyse wird etwas Zeit erfordern. Fürs Erste... Yoshi, du wurdest unterbrochen. Bist du da? Noch ein Bug. Ich sagte, du sollst erstmal versuchen, dich zu entspannen. Erbin der Erinnerung. Das große Siegel erwartet dich. Victoria, hast du das gehört? Bei uns kam nichts an. Was hast du gehört? Vorhin war es nur ein Funkrauschen wie von einem Störsender. Aber gerade eben war da eine Stimme. Dieselbe, die Alexios in Atlantis gehört hat. Könnte der Sicker-Effekt sein. Versuch dich zu entspannen, während Elena an der Diagnose arbeitet. Geh zum Siegel, Erbin. Der Hüter hat mich zu dir gebracht. Sein Gelübde wurde erfüllt und nun bin ich mit dir verbunden. Erbin der Erinnerung, dies ist das große Siegel von Atlantis. Es hat lange auf dich gewartet. Victoria? Alethias Stimme kommt aus dem Stab. Victoria? Der Eindringling kann dich nicht hören. Du störst meinen Funk? Konzentrier dich, Layla. Du wirst nicht verrückt. Glaub ich. Diese Erinnerung. Wenn das keine Fehlfunktion des Animus war, war Alexios der Hüter, der den Stab für mich verwahrte? Und irgendwie ist der Stab für Audioübertragungen ausgerüstet und mit diesem Siegel verbunden. Diese Symbole, es sieht fast wie ein Verschlussmechanismus aus. Benenne die Symbole in der richtigen Reihenfolge und das Siegel wird sich öffnen. Okay, sprechender Stock. Aber welche Symbole und in welcher Reihenfolge? Das muss doch herauszufinden sein. Der Hüter bewahrte dieses Wissen, Erbin. Alter, ihr zwei, ich gehe zurück in den Animus. Wenn das Signal durchkommt und ihr meine Vitalparameter überwachen könnt, schön. Falls nicht, ja, dann könnt ihr gern behaupten, ihr hättet mich gewarnt. Unsere Aufgabe ist es, die Erbin zu den Symbolen zu leiten. Ein Mann namens Teras weiß von ihrem Verbleib. Teras? Der Kerl, der Phidias half, aus Athen zu fliehen? Hast du mich deshalb hierher zurückgebracht? Hier verband sich die Rolle des Hüters mit dir, obschon du dies noch nicht wusstest. Um nun die Wahrheit zu enthüllen, müssen wir zu Teras. Ich werde Teras finden. Ich schätze, du kommst mit mir? Unsere Vorhaben decken sich. Layla, bitte melden. Elena, bist du das? Zwei Dinge. Etwas stört unsere Übertragung. Was erklärt, warum wir deine Vitalparameter verloren haben. Kiyoshi arbeitet daran. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich glaube, es ist der Stab. Für mich klingt gar nichts mehr verrückt. Ich würde das trotzdem gern bestätigt sehen. Thank you.
Das nennst du Schreien? Leila, die alte IR-2 beginnt sich in Position. Wir würden dich bitten, hier oben frische Luft zu schnappen, während wir uns das anschauen. Das kann ich nicht machen, Mac. Alexios sucht nach Teras, der wissen könnte, wie man das große Siegel von Atlantis öffnet. Das was? Leila, ich... Teras war ein Freund von Phidias. Ich erzähle dir mehr, sobald ich Antworten habe. Leila, Ende. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten. Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Dein Blick verrät, dass du ihn wirklich liebst. Du machst dich über mich lustig. Du solltest lieber beten, wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja. Egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Ach, wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, der Söldner wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldner. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe, wenn Aetios mich wählt. Werde ich dir sogar noch mehr geben. Schön. Ich besorge dir die Zutaten für deinen Liebestrank. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Das Zolllagerhaus. Dann suche ich mal nach diesen Pilzen. Was, wenn sie, ich weiß nicht, Pläne für die Pilze hat, die gerade reinkamen? Wozu brauchen Piraten denn Pilze? Ich hörte mal keine Waffen daraus machen. Nein, ich hab's vergessen. Das müssen sie sein. Obwohl, Esbau sehen sie nicht gerade aus. Ja.
Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte nun zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Hier ist alles, was du haben wolltest. Oh, ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldner. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldner. Was macht ein Mädchen in einer Tongrube? Oh, ein Söldner. Hallo, Söldner. Ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher sehr freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt.
Ehrlich gesagt, siehst du nicht aus, als könntest du dir das leisten. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns später. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldner. Das muss die Lagune mit den Perlen sein. Das ist die Lagune, von der das Mädchen sprach. Die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Das sind genug Perlen. Thank you.
Neuer Tag. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Ich weiß nicht mehr, als Phidias wusste. Bitte, aufhören. Ich will aufhören, aber ich kann nicht. Nicht, bis du uns sagst, wo du die Symbole in Phidias Werkstatt gefunden hast. Lass den! Nein, Sir! Mann, du wirst nicht glauben, wie erleichtert ich bin, dich zu sehen. Geht es dir gut? Es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie Phidias antaten. Hast du es gehört? Teras, du musst nachdenken. Ich suche nach ein paar Symbolen. Ich kann nicht erklären, warum, aber du musst mir helfen. Ich habe die Gräber von Agamemnon, Eteokles und Orion erforscht. Ich bin ein Reisender, wie du. Ich fand die Symbole und machte einen Abrieb auf Pergament, um ihn Phidias zu schenken. Du musst einen sicheren Ort finden, Teras. Du kannst mit uns auf der Adrastea segeln. Ich würde ewig in deiner Schuld stehen. Nimm diese Karte. Sie ist ungenau, meine Fähigkeiten sind bescheiden. Fiere, Adlermann, und vielen Dank. Mädchen und ihre Freunde.
Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Söldner! Du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Sie sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kleine, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Boah, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön, Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Es gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldner. Du bist der Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kleine. Ich konnte dir nicht das Herz brechen, auch wenn es gut für dich wäre.